So, da war das gute Lied. Time Bomb. Und auch wieder vom Monster Cat Release. Genau, das ist hier die Autoren. Und ja, genau, Time Bomb hieß das Lied. Ja, von Monster Cat Release war ja auch das andere Lied, wo mir gerade schon wieder der Name entfallen ist. Bin ich gerade dumm? Ah, genau, Snowblind. Ist ja auch von Monster Cut Release. Ich sollte mir mit diesem YouTube-Kanal also doch mal etwas genauer angucken. Da scheint sehr viel, sehr gute Musik zu sein. Auch wenn das Lied, wie gesagt, schon super alt ist. Weil, wie gesagt, ist halt von einem AMV. Was ich schon seit Jahren auf meiner Platte habe. Und mit Jahren meinte ich 10 Jahre und aufwärts. Also es scheint mittlerweile auch schon halt nicht da. Auch schon. Jetzt bin ich raus. Länger zu existieren. So, let's go. So. Schauen wir mal. Ich meine, sind bloß etwas mehr als 400 Meilen, sollte man in der Folge eigentlich schaffen, innerhalb von 30 Minuten. Aber man weiß ja nie. Ah ja, 47.000. Mal schauen, ob wir in der Folge schaffen, 400.000 zusammen zu bekommen. Ich meine, 200.000 haben wir, glaube ich, schon. Genau, 200.000 haben wir wieder. Könnte also echt was werden, wenn wir Glück haben. Dann müssen wir jetzt noch... Also wie gesagt, wir haben jetzt 50.000 knapp. Das heißt, unsere Mitarbeiter müssen in dieser Folge 50.000 verdienen. Ich glaube, das wird nicht passieren. Naja. Wie viel Zeit haben wir eigentlich? Wir haben 15 Stunden. Ha. Ist ja eine schöne Wirtschaft, die wir drauf haben, ne? Ah, 35 Tonnen. Plus die Auflieger alleine, also plus die Auflieger selber. Also wir haben ordentlich Gewicht am Haken hinten. Das ist schon nicht zu vernachlässigen. Was ist das schon wieder für ein Sound, Alter? Die Autos werden immer verrückter. Achso, da siehst du. Wir sollten doch mal Musik starten, gell? Ja, noch genau 400 Meilen, ne? Sollten wir schaffen. Geld haben wir nicht so schnell werden können, aufgrund des Gewichtes. Siehst du, Maximalgeschwindigkeit haben wir schon gleich erreicht. Das heißt, wir sind schon gleich im Plusbereich. 600 PS machen sich halt doch schon bemerkt. Wir wollen nur hoffen, dass es nicht allzu viele enge Kurven oder Bergauf-Bergabfahrten gibt, wo wir dann immer wieder beschleunigen müssen. Und dass wir möglichst viele Autobahnen fahren.
Oh, dann geht's weg auf. Ich hab jetzt meine Maximalgeschwindigkeit erreicht, ey. Eieiei, wie viel am Haken, ey. Hui, das ist nicht gut. Ja, wenigstens kriegen wir auch einigermaßen Geld. Für die relativ kurze Strecke. Da geht's schon. Aber trotzdem, ey. Schon brechen wir wieder zusammen. Wie war das mit wenig bergauf strecken? Die ist doch nur bergauf, Alter.
Hat er da doch nach links umgezogen. Nach rechts. Also, auf der rechten Spur halt. So. Wisst ihr schon, was ich meine? Ich geh mal lieber rechts von ihm. Fällt mir da vorne ein bisschen zu eng mit den ersten LKWs, die da gerade überholen. Alter, geht es gerade eigentlich schon bergab hier, oder? Alter Schwede, holy shit. Ja, guck ich mal an, dieses Elefant drin. Ah, mein Näschen. Alter, 98, holy shit. Hier vor ist auch schon wieder Elefanten drin. Oh, hoffentlich bietet hier keiner ab. Ja, doch, natürlich bieten sie beide ab. Hätte gerade gerne in die Rückspiele geguckt, mal gucken, was die Hänger gemacht hatten gerade. Aber leider musste ich mich zu sehr auf die Straße konzentrieren gerade. Das war gerade echt eng. Aber ich war schon froh, dass ich nicht bremsen musste. Also ganz im Gegenteil. Wenn ich an der Stelle gebremst hätte, dann hätte das Timing nicht mehr hingehauen. Dann hätte ich Vollbremse machen müssen. So hat es genau gereicht. Weil schneller durfte ich nicht fahren, dann wäre ich nämlich bei dem komischen Dingsbums da hängen geblieben, was die Straßen voneinander trennt. Und wenn ich zu langsam gefahren wäre, dann hätte ich den LKW mitgenommen. Weil ich bin gerade so vor dem weggekommen. Keine Ahnung, ob einer meiner Auflieger den LKW noch gestriffen hat, der letzte Auflieger. Aber glaube nicht. Müsste genau gepasst haben. So wie du willst, habe ich auch keine Schadensmeldung bekommen, ne? Nö. Also alles im grünen Bereich. Naja, im grün-weißen. Oh, geht's ja schon wieder bergab. Ah, dann war das bergauf also die ganze Zeit, deswegen weil wir auf einem Berg raufgefahren sind. Und jetzt wieder vom Berg runterfahren.
Alter, okay, ich glaube, ich muss bremsen. Das wird nichts. Die Kurve hier ist definitiv zu eng. Autsch. Oh, vorne kommt auch noch mal eine enge Kurve. Ah, ich hasse es doch zu bremsen. Ey, aber die Auflieger bleiben alle in der Spur. Lol. Jetzt der Kombus verbremsen, alles am Marsch. Jetzt ist wieder bergauf. Oh Mann. Aber wir haben bloß noch 100 Meilen vor uns. Was? Home over the door? Irgendwas. Ist das blöd, dass dieses F1-Schild genau davor war. Ein Kack am Hoch. Schweinerei. Ich dachte, ich kriege ihn noch abgedrängt. Aber der war schon zu weit vor mir. Oder zu sehr auf meiner Höhe. Da hat auf mich nicht mehr als Sweat reagiert. Okay, wieder bergab. Oh, nur 70 Meilen. Dann müssen wir gleich da sein. Haha. Ich hab voll Saft im Gesicht, Alter. Ja. Oh. Achso, das Mikrofon. Da hat er gerade mein T-Shirt hier steckt Wellen, aber das war das Mikrofon. Ja, achso. Weil es aus den Augenwinkel so die rote Spur so einen leichten Rechtsschnecker gemacht hat, dachte ich, ich muss jetzt rechts runter. Aber nope. Es war bloß ein Schlenker. So, schon abgedrängt. Easy. Da vorne ist das Ziel. Ich
können wir auch dann gleich tanken und pennen. Sehr gut. Oder der Folge werden wir wahrscheinlich keinen Auftrag mehr annehmen. Dann werden wir gucken, wie viel Geld wir verdient haben und ob wir damit noch irgendwas machen können. Irgendwas Sinnvolles. Naja. So, wohin? Ach, da. Yeah, nächstes Level. Wow. Damit haben wir alle wichtigen Sachen voll. Krass. Siehst du, wir haben schon lange nicht mehr richtig gespeichert, gell? Kann das sein? Ja, sind ein paar Monate dazwischen so. Ui. So, komm ich jetzt wieder raus. Da ist ein Auflieger. Gehen wir jetzt gleich hin zur Werkstatt, können wir gleich reparieren. Und können wir auch pennen. So. Oh. Siehst du, wenn wir jetzt nochmal zweimal schlafen? Ha, könnte es vielleicht sogar schaffen. Warte mal kurz. Ich rede immer noch. Ah, 80.000. Nee, das reicht nicht. Das reicht, glaube ich, nicht, ne? Ich meine, ganz normal jetzt hier. So. Das heißt, wir haben 390.000. Ich glaube nicht, dass das reicht. Ne, reicht nicht. Reicht nicht. Andererseits muss ich auch gar nicht reichen. Ich meine, wir können auch erstmal nur einen LKW holen. So. So, dann haben wir jetzt 100. Nee, es reicht nicht. Ich brauche noch einen. Ja. Oder haben wir gleich noch einen? Nee, macht keinen Sinn. Gut, das heißt, jetzt machen wir mal, wenn wir jetzt kurz. Garage Manager. Ja, dann haben wir jetzt in dieser 8-folgigen Session einfach mal 4 LKWs plus eine Garage. Nice. Aufrüsten. Ja. So. So. LKW-Händler.
Get a boat. Oh nein. Flotte. Kaufen. Ab nach Texas. So. Warte mal kurz. 100, ne? Wie viel kostet ein LKW? Jetzt bin ich raus. Reicht es etwa doch? Ach ne, 150. Ja, okay. Ne, reicht nicht. Nein. Da. So, bin mal gespannt, was wir diesmal so an Auswahlmöglichkeiten haben. Leider keine Fernfahrt. Bist schon unten durch. Die hat genau das Unnötigste ever. Das ist eine richtige Öko-Tante. Und da jetzt. Die zum Beispiel ist extrem gut. Die hat Fernfahrer und schon hochwertige Fracht. Ja, okay, dann ist es. Dann nehmen wir sie. Ist auch keine Öko-Tante. Sehr gut. Wir sind hier in Amerika. Ja? Da sparsame Fahrweise unerwünscht so. Ist natürlich hier fast noch besser. Die hat so einen sympathischen Blick. Warte mal kurz. Warte mal. Was mache ich hier gerade da, Fahrermeister? Ich glaube, ich schmeiß sie wieder raus. Bye bye. Aber ganz ehrlich, ihr Gesicht ist nicht sympathisch. Die grinst mir einfach zu gekünstelt. Das sieht mir eher aus wie, naja. Er hatte gute Fähigkeiten, aber Alter, jetzt boah. Die Seitenleiste ist so verwirrend. So, wo ist die nächste? Das ist ein sympathischer Blick. Das ist, naja, vielleicht schon wieder ein bisschen zu viel. Die bricht sich fast das Genick. Das ist auch nicht so gesund. So, dann wirst du es. Herzlichen Glückwunsch, sie wurden befördert. Oder, wenn man nicht befördert, sondern überhaupt erst eingestellt. Jütchen, dann haben wir jetzt einen neuen LKW. Einen vierten LKW in der Garage. Und wir haben sogar noch einen Kredit zur Verfügung. Das heißt, ich speichere jetzt nochmal. Also richtig speichern. Und dann, ja, ist hier unbedingt, genau. Ich bin raus. Genau. Das heißt, in der nächsten Folge, wenn wir irgendwann mal wieder, ja, wenn wir irgendwann mal wieder ATS spielen, heißt es noch ein bisschen Geld verdienen, sodass wir dann, ich meine, viel fehlt ja nicht mehr, sind 10.000 oder 20.000 Dollar, und ja, dann werden wir uns noch einen fünften LKW kaufen für die Garage. Ne, immer schön auf Frauenquote achten. Muss also nochmal eine Frau werden. Dann haben wir genauso viele Frauen wie Männer. Also perfekt. Ja. Mensch, uns hat nur 20.000 Dollar gefehlt. Hätten wir so gut geschafft, vielleicht. Naja, egal. Wie gesagt, müssen wir nächstes Mal nochmal einen LKW kaufen und dann geht's ab. Ja. Gut, das auf jeden Fall erst nächstes Mal. Jetzt erstmal Feierabend. Ja. Bis dann.